Wir von Amabilis Wedding aus Viernheim waren heute bei EGF in der Manufaktur und haben zusammen mit der Jenny und mit dem Gordon wunderschöne Ringe kreiert. Ja, also ich denke, das A und das O ist heute praktisch eine richtig erstklassige Beratung, aber nicht im Sinne, was ist schön, was ist nicht schön, sondern dass man auch wirklich ein bisschen näher drauf eingeht, über die Qualität der Trauringe spricht, erklärt, warum im Prinzip ein Trauring, der so gefertigt wird wie hier im Hause EGF, einfach wesentlich besser ist wie ein ganz normaler Trauring oder vielleicht auch ein Schmuckring. Wichtig zu wissen ist, dass ihr praktisch eure Ringe in jeder Legierung, in jeder Farbe bekommen könnt. Und vielleicht wollt ihr einfach mal probieren, du hattest ja vorhin was über Rosé gesagt, wie das am Finger auch ausschaut. Mhm. Was sagst du? Mhm. Auf jeden Fall. Wollt ihr das auch? Schöne Farbkombination, ja. Aber ich glaube, Gordon, du wolltest es eher dunkler haben, ne? Das ist bewusst, dass es nicht so ganz silbern ist, genau, sondern lieber so ein bisschen dunkler. Mhm. Also es hat schon bei der Beratung angefangen, dass wir eigentlich individuell beraten wurden und nicht einfach hier guck dir mal den Kasten an und dann nimm was, sondern wirklich, wir hatten wirklich jeden einzelnen Schritt sind wir durchgegangen und wir haben uns einfach richtig gut aufgehoben gefühlt. Genau. Ja, mit großer Spannung haben die beiden natürlich schon gewartet, dass wir die Manufaktur besuchen und wirklich die einzelnen Schritte, so wie ich das im Vorfeld erklärt habe, wie die Ringe praktisch entstehen, dann auch, dass sie live dabei sein konnten, dass es eins zu eins so umgesetzt wird. Und ich glaube, ganz beeindruckt hat die beiden tatsächlich auch, dass so viele Menschen, so viele Arbeitsschritte und dass so viel Liebe im Prinzip in dem Produkt steckt. Ja, also wir konnten heute den kompletten Weg einmal mit euch gemeinsam gehen, von der Idee unseres möglichen Trauerings bis hin zum fertigen Endprodukt und wurden wirklich auf jedem Schritt mitgenommen. Alles wurde super erklärt und ja, haben uns rundum wohlgefühlt dabei. Die Waldfee, das dann einfach mal auch mal in die Hand nehmen zu können und man sieht wirklich, wie die Geschichte von dem großen Block zu einem ganz kleinen Schmuckstück wird. Hm. Unglaublich, also das ist echt faszinierend. Zu einem ganz individuellen Schmuckstück. Ja, genau. Wir sind echt mega dankbar, dass wir heute diesen Weg mit euch gehen durften, dass ihr uns mitgenommen habt. Ziemlich am Ende waren wir dann noch bei den Steinfassern, wo dann die Jenny ihren schönen Brillanten reingefasst bekommen hat und natürlich auch die zwei blauen Diamanten. Das Besondere bei der EGF-Manufaktur ist, dass in jedem einzelnen Ring ein blauer Stein quasi eingearbeitet wird, ein blauer Brillant als Symbol für den Eisvogel, weil der Eisvogel steht quasi als Tier, welches nur einen Partner in seinem gesamten Leben hat und ja, ist damit halt auch mit Treue verbunden einfach. Und genau deshalb macht es jeden Ring einfach besonders.
Schön. Einfach mega geworden.